Gut, aber es würde mir noch viel besser gehen, wenn sich jemand um das Bierproblem in Meadow Hills kümmern würde. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Open Country. Wir müssen heute hier, guckt, Fische. Drei Stück müssen wir angeln. Machen wir jetzt. Hier habe ich nochmal kurz einen Außenposten gemacht, dass wir nochmal speichern können wegen den Werten und so weiter und so fort. Laufen wir jetzt schnell runter. Nach der Fuchs. Guten Morgen. Das Häschen. Servus. Schmetterlinge fliegen. Toll. Wunderbar. So. Hier. Murmeltierchen, ab in den Bau. Wir gehen jetzt hier runter zu dem Boot. Ich hatte die Sachen soweit vorbereitet. Wir mussten nochmal eine Angelrute bauen, dies, das, jenes. Köder mussten wir uns selber holen. Insofern, dass man Steine auf den Boden fallen lässt und dann bekommt man tatsächlich Würmer. Ich habe die Steine, glaube ich, dreimal oder sowas auf den Boden fallen lassen und habe dann Würmer bekommen. Ja, so, da ist das Boot. Ich bin mal kurz drauf gesprungen. Wie man sieht, steht es nicht mehr ganz so, wie es mal stand. So, zack, drauf da. Und jetzt fahren wir angeln. Und zwar müssen wir hier dieses Eckchen hier vorne. Ist das hier rechts sein soll, weiß ich auch nicht. Oder hier links, keine Ahnung. So, wir fahren jetzt hier mitten rein. Jetzt lädt es nochmal kurz im Hintergrund. So, mein Freund. Mal da rein. Hier hin. Da haben wir da schon einen Fisch. Komm, Fischlein. Schmeck, schmeck. Da ist ein Würmchen. Los. Komm, du willst das Würmchen essen. Na los, komm, beiß. Fisch. Komm schon. Wir machen das jetzt einmal zusammen. Ich hoffe, es funktioniert auch gleich. Die anderen zwei, die da noch fehlen würden, die, ja, die hole ich dann raus und holt euch danach wieder dazu, weil wenn man es einmal sieht, das wenn man es die ganze Zeit sieht, wie man sieht, dauert das ja hier im Moment. Ich glaube, jetzt habe ich ihn, haben wir ihn gefangen. Ja, guck doch mal da, wie lecker der ist. Und der. Ja, hier, komm. Lecker, lecker, Würmchen. Fischchen, komm. Fischchen, komm. Jetzt. Der Fisch keine Lust mehr. Fahren wir mal hier noch ein Stück vor. Versuchen uns nochmal. Guck mal, wie das Würmchen tanzt. So, jetzt. Und zack. Zack. Und wir haben einen Schwarzbarsch gefangen. Mit 2,4 Kilo und 12 cm Länge. Alles klar. Dann mache ich die anderen beiden Fische, die noch fehlen, jetzt schnell selbst. Und hole euch dann dazu, wie gesagt, wenn es soweit ist. Also bis gleich. Ich habe die Fische besorgt. So, dann habe ich aber das im Hintergrund gesehen. Dann fahren wir mal kurz da vorbei. Hier bei diesen Hütten. Cool, Alter. Das ist noch Wasser. Ja. Das sieht ja heiß aus. Komm, wir fahren mal hier rum im Boot. Sogar ein Angelrevier. Das ist ja cool. Ich wüsste gerne, kann man hier an Land gehen? Jetzt nur theoretisch. Oh, 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 oh. Kann man das? Man muss ja immer in so einem Steg sein. Ich steig mal aus. Kannst du da raus? Nee, kann er nicht. Glaube ich zumindest. Ich muss mal gucken. Vielleicht geht das nur an dem Steg oder so. Vielleicht gibt es da einen. So, ich fahre jetzt mal da hinten. Ach, hier, hier. Ach, hier war. Hier sind die ganzen Hütten oder was? Die habe ich ja gar nicht gesehen. Hoppala, ein bisschen wild gerade. Die habe ich eben gar nicht gesehen hier. Guck mal. Das ist ja hart. Ja, hat sich der Stausee einfach mal das Stück Land hier mitgenommen, ne? So, jetzt nochmal zurück zum Steg. Und vom Steg aus gehen wir dann wahrscheinlich zurück in die Lodge. Da machen wir auch wieder einen kleinen, überspringen wir auch mal da kleinen. Und, guck mal hier, was für diese Felsen. Das sieht man so gar nicht, ne? Cool, Alter. Und mal gucken, wie es dann weitergeht, weil die haben mich ja losgeschickt hier, der Ranger. Von wegen hier angeln mal. Zeig dir mal, wie das geht, aber kann auch da, weißt du, mach mal. Oh! Da. Was? Kehre zu Lodge zurück und sprich mit Gary. Mal sehen, was der will. So, ein paar Meter noch. Da sind wir schon. Dann ab in die Lodge. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So. Kurz laden lassen hier die ganze Geschichte. Moinsen. Hallo. Hallo.
So, Gary. Well, I got all the fish so, jetzt habe ich alle Fische, die du wolltest. Back, da bist du ja wieder, Buckshot. Du hast jetzt Weg und Wasser, bla bla bla, und kannst dich offiziell als Fischer betrachten. Denk dran, dass du bei Nancy weiter Ruten und Köder kaufen kannst. Ach, guck an, cool. Vielen Dank an dich und Ainsley für all die Hilfe. Alles Gute, Gary. Will ich auch, Buckshot. Bootsfahrt. 150 Bucks. Ranger Ainsley ansprechen. Wie geht's, Ranger Ainsley? Gut, aber es würde mir noch viel besser gehen, wenn sich jemand um das Bierproblem in Mellow Hills kümmern würde. Biber. Oh, tja, weißt du, ich könnte dir in der Sache zur Hand gehen. Das habe ich gehofft, das Bierproblem. Geh einfach den Fluss runter zwischen The Beaver Dam und Milton Falls Lake. Jag ein paar Biber, dünne ihre Population aus und verscheuche sie. Alles klar. Komm wieder, wenn du damit fertig bist. Dann kriegst du etwas für deine Mühen. In Ordnung, ich bin mal weg. Das Bierproblem, ey. Steh da, Biberproblem, das Bierproblem. Ach Gott, oh Gott. Hier, hier, Nancy. Moin. Sag mal, was hast du denn im Angebot hier? Ich will dein Zeug sehen. Deine Ausrüstung zum Angeln. Was ja gibt, ne? Schlafsack? Ja, wo ist denn das Angelzeug? Was ist das? Zelttasche. Was ja gibt. Was es alles gibt? Ja, die hat doch gar nichts. Stimmt doch gar nicht, dass die uns da erzählen. Seile kannst du kaufen. Also hier müsste ja Angelrute da mal drin sein, oder? Wenn da jemand was weiß, gerne eine Info da lassen, weil ich sehe hier nichts. Hm, keine Ahnung. Können wir hier irgendwas verscherbeln? Da kann man nichts. Nee, Sachen haben wir auch nicht. Rucksack. Stoff. Nö. Nö, Nancy. Hey. Ja, ja, hey. So, wo sollen wir hingehen? Das möchten wir als nächstes machen. Böse Biber bauen Blödsinn. Na, was ist ein Name für eine Quest? Begib dich zum Croaksong Bock in Mellow Hills. Okidoki, Manganobi. Mellow Hills ist hier. Schon wieder vergessen, wie es heißt. So. Auch hier bei uns direkt. Ja, das ist ja gar kein Problem. Dann ab dahin. Euer frei. Ich wüsste echt gerne, ob man mit dem Boot das machen kann, hoppala, dass man auch an praktisch von der Seite jetzt mit dem Boot rüberfahren könnte. Wüsste ich echt gerne. Das wäre nämlich echt cool. Fährst einfach mal dann rüber, hältst da an, das Bötchen lässt du da stehen, komm mal hier runter, ohne dass wir uns was brechen. Und gehst dann halt wieder auf die Dings, ne? An Land und dann halt einfach auf dein Boot. Das wäre cool, ey, das wäre echt geil. So, hier unten müssen wir die Biber schießen. Also langsam müssen wir mal auf. Was ist jetzt los? Ach so. Ach, 8 Stück. Alter Vater. Hier kommen wir nicht runter. Vorne gibt es aber irgendwo einen Weg nach unten. So, ihr kleinen Bibers. Wie gesagt, wir schießen jetzt hier ein Biber zusammen. Und dann werden wir. Dann werden wir. Werde ich das dann wieder alleine machen, weil das ist, muss man sich nicht 8 Mal angucken. Wenn man es einmal gesehen hat. So, Bibers. Da drüben ist ein Damm. Ein Biberbau. Ja, schleich dich schön an. Habe ich einen Schlüssel drin? Habe ich. Was ist denn? Ist ja cool. Da ist jetzt ein Biber zugange. Das habe ich aber auch noch nicht gehabt, dass hier so ein Baum umfällt. Guck da, es ist einer. Das haben wir schon abgemacht. Was ist das? Soll das sein? Hab ich ihn? Jo. War doch ein Biber, ne? War das jetzt ein Biber? Jo. Einen haben wir erledigt. Gut. Alles klar. Ich mache mich auf die Suche nach dem Rest der Truppe. Und dünne mal die Population aus. Wenn ich damit fertig bin, sehen wir uns wieder. Also bis gleich. So, ich bin auf der Suche nach dem letzten Biber. Jetzt greift uns auch noch ein Wolf an hier. Da ist er. Oh, schieße wieder ins Nichts. Ich habe eine Platzwunde. Ich muss noch ein bisschen jetzt hier ranhalten. Wo ist er jetzt hin? Wölfchen. Schon weg oder was? Schnell wieder da war, ist er wieder weg.
Kam einfach aus dem Nichts. Ja, ist weg. Okay, Platzwunde. Hoppala, nicht dahin. Haben wir irgendwas dabei? Ja, haben wir. Gesundheit. Das nehmen wir. Zack, drauf. Gut, wir sind bei bester Gesundheit. Eieiei. Da hatte ich gerade einen Biber im Visier hier, wollten wegschießen. Ist jetzt der letzte, der fehlt. Wir haben sieben, haben wir. Und denke ich mir, was knurrt dann jetzt? Dachte ich, erst der Hund. Nix da. Sprang schon der Wolf auf mich zu. Ne, Bob, wir zwei hier. Wir sind dafür verantwortlich, dass die Biber sich abmachen. Aber nichtsdestotrotz fehlt uns ja noch einer. Und ich bin guter Dinge, dass wir den jetzt auch langsam mal kriegen. Was ist denn das hier? Manchmal hängen die auch hier im Boden fest irgendwie. Also laufen weg und dann bleiben sie da hängen. Ja, gehst du mit der Axt hin, ne? Und aus der Axt von Latz. Machen. Weil im Wasser kannst du die nicht schießen. Ich stand den direkt neben dem so ungefähr. Keine Chance. Geht nicht. Und da habe ich die Axt genommen. So, ihr kleinen Biberchen. Kommt. Wo seid ihr? Seid ihr denn, Mensch? Ist doch gar nicht. Ey, Mann, hier so viele, jetzt gar keiner da. Aber wir finden noch den einen einzigen, finden wir noch. Was ist denn hier? Ein Frosch. Ein Fröschlein. Die sind da überall hier, die Frösche. Aber was man mit denen machen kann, keine Ahnung. Keine Ahnung. Dehydrierung. Okay, mir aus dem Wasser, sonst füllst du nämlich den Mist auf. Kommt der Wolf an, ey. Ich denke, was ist denn jetzt los? So, dann trink mal ein Schlückchen. Rechnest du ja nicht mit, ne? Hier in der Region. Aber schwuppdiwupp, da stand er auf einmal. Waffe raus. So. Wo man es denn letzten Sichten hier? Warum? Ein Stück von einem Baum. So, hier ist ein Damm. Ein Bau. Ja. Aber die Biber sind nicht mehr da. Wo sind sie denn? Biebers. Justin. Ein Spaß. Das Beste war vorhin, ob ich ihm beim Bierproblem helfen kann. Da ist einer. Komm, rein hin. Jawoll, ja. Tut mir leid, Biberchen. So. Was, du brauchst ein Messer, um das Tier zu halten. Habe ich ja schon wieder keins mehr. Da ist ja noch einer. Du kannst abhauen, aber der Biber liegt jetzt noch hier oder was? Wo ist er denn hin? Brauche ich ja wieder ein Messer. Hallo. So, Steinmesser. Ein Stein. Machen wir hier einen super Blick. Frosch. Ja, hier findet man nichts. Ja. Hätten wir das auch erledigt. Sehr schön. Folgt mir. Da folgt mir. Ich mache mich jetzt hier hoch, suche nochmal einen Stein. Hier war ein super Blick. Bärenbüsche. Ne, die brauchen wir nicht, die brauchen einen Stein. Und ja, da richte ich mich her, speichere ab. Dann fahren wir zur Lodge. In der nächsten Runde, würde ich sagen. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert mich doch gern. Und wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin und tschüss.